So, wir haben ja diese Höhle gefunden. Da werden wir erstmal die Sachen ausschlachten, die wir so gebrauchen können. Dann werden wir uns in dieser Folge mal angucken, wie der Mühlenstein gebaut wird. Was man das Eisen mit, das werden wir nämlich auch nicht gleich brennen. Kann ich so abbauen. Na hier. Saphir. Saphir ist auch schön. Können wir als eine Spinne oder Steinschilder benutzen. Sollten wir unbedingt auch mal hier das Wasser, den Wasserlauf hier ausschalten, weil er nervt ja ein bisschen. Uran, Blei. Eisen, Zinn, Aluminiumbusch. Und was haben wir hier unglaublich Schönes gefunden? Nehmen wir erstmal das Eisen mit. Woran hängen diese Aluminiumbüsche? Ein Stein oder was? Sieht mir zumindest so aus. Ja. Also Eisen haben wir jetzt schon wieder eine Menge gefunden. Können wir doch schon mal was anfangen. Luftschwerber auf jeden Fall, aber. Vierer. Mal hier. Das hin und hier mal die Lava hin tun. Das Wasser tue ich hier auch weg. Aber, also Gold ist ja auch eine Menge, aber. Oh, ein Zombie. Ein Zombie ohne Kopf wieder. Also kommen wir hier runter, das, was wir da hinten wahrscheinlich gesehen haben. Gucken wir auch noch mal nach, weil es später. Hier müssten wir auch noch mal reingucken. Eine schöne Höhlenverzweigung, die wir hier gesehen haben. Olivianerz. Und wir haben nichts zu essen. Wir müssen einmal wieder nach oben. Oh. Vielleicht zwei von denen. Können wir jetzt hier gar nicht gebrauchen. Ah ne, hier kommen wir nach oben. Ah.
können wir eigentlich jetzt gerade nicht gebrauchen. Die bösen Skelette. Da ist noch einer. Gerade ausgerechnet jetzt, wo ich kein Essen habe. Muss der ja sein. Ich hab noch was zu essen. Brot hatten wir in der Stadt gefunden. Das hilft auch nicht so viel. Aber noch Hähnchen können wir uns braten. So, dann werden wir jetzt erstens einmal gucken, jetzt was ein, also wie es mal einen Mühlenstein baut. Quarzmühlenstein. Dafür brauchen wir ein zwei aufgeladene. Oder Netherquarz. So was ohne. Ja, da brauchen wir einen aufgeladenen. Und ein Holzzahnrad. Wir haben ja zwei aufgeladene, einen nicht aufgeladenen. Ein Holzzahnrad ist auch relativ simpel zu bauen. Ungehobelt. So. Das haben wir jetzt gesehen. Wir brauchen, wir müssen das so machen. Das müssen wir noch einmal tauschen. Das war es auch noch nicht. Bruchstein. Okay. Auch nicht. Was ist da jetzt falsch? Das ist normaler Stein. Glasschwarzer Stein. Stein. Wetterweißer Stein. Kollardstein. Das ist doch ein Stein wahrscheinlich. Ah, genau. Da es jetzt hier immer rausfällt, habe ich da keine Lust mehr drauf. Dann machen wir jetzt erstmal das, was ich euch sowieso letztes Mal schon sagen wollte. Wir nehmen unseren Zauberstab und machen Rechtsklick hier drauf. Achso, das geht ja auch so nicht. Ach. Dann brauchen wir wieder mehr Holz für. Für beides. Naja, für beide Versionen. Stein rein. Man kann Stöcker verwenden. Wunderschön. Aber Stöcker sind nicht gerade sehr effektiv. Wir brauchen mehr Holz. So, Baum abgeholzt, neuen Baum wird gleich wieder gepflanzt. Und gleich wieder ein paar mehr hier. Nochmal kleine Bäumchen hin. Ich nehme jetzt an, dass es Stein ist. Sonst wüsste ich es jetzt auch nicht.
Das muss sowieso erstmal wieder ein bisschen. Dann nehmen wir uns gleich nochmal die Eisenspitzhacke mit. Wir holen uns nochmal ein bisschen Gold in der Zeit. Nehmen wir einfach das hier vorne, da wollen wir nicht so weit runter. So, das sollte eigentlich auch schon reichen. Jetzt müsste auch das da oben eigentlich fertig sein. Genau, also den bauen wir ab. Nach vorne habe ich den abgebaut. Ja, super. Den bauen wir doch wieder hin. Und bauen uns jetzt erstmal sowas her. Bauen das, das und das und bekommen diesen Tisch. Jetzt können wir den abbauen. Bauen den Tisch dahin. Da wir ja schon einen Zauberstab besitzen. Machen wir Rechtsklick auf den Tisch und haben jetzt auch ein Crafting Table, wo die Sachen allerdings nicht mehr rausfallen. So, wie war das jetzt? Das kommt hier hin. Das war nicht Bursche, ich brauchte doch Steine. Nein, das war es auch noch nicht ganz. Wieso klappt das nicht? Herzmühlenstein. Braucht doch nicht diese hier, glaube ich. Glatter weißer Stein. Brauchen wir Stein und Zucker für. Ich meine, sonst, wenn es anders geht, nehme ich das am Ende. Wundert mich jetzt stark. Und doch irgendein. Nee, da stand auch Stein. Da stand doch eben gerade Stein. Hellgrauer Honigtropfen. Oder? Das Bruchstein stand da auch eben. Ach, warte mal. Muss unten Bruchstein rein? Ja, unten muss Bruchstein rein. Jetzt haben wir es. Ein Quarzmühlenstein. Jetzt braucht man noch sowas wie... Ja, wie nennt man das? Ich glaube, das baute man so irgendwie... Oder auch nicht. So ein Hebel dafür. Dafür muss ich auch noch unbedingt noch meinen Raum hier irgendwo einrichten. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie der Hebel heißt.
Da gucke ich jetzt gleich nochmal nach. Und ich sage aber schon mal, falls euch das Video gefallen hat bis hierhin, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal.